Respekt, Respekt. 125 Meter. Hier unsere Freunde aus Italien. Eiskalt abgeliefert. Sehr geil, sehr geil. Ja, auch. 125 Meter. Respekt. Und zwar mit dem Wookie. Was hast du für einen Bogen? Sehr stark. Wie viel Pfund? 45. Seht ihr? Von wegen 100 Pfund. Quatsch. Das ist ja Balance, oder? Da können wir ja, seht mal, ne? Ich meine, da hilft natürlich, die Evelyn macht das natürlich auf dem Wackelblatt. Ja! Wozu sind wir nochmal gleich hier? Ich habe keine Ahnung. Ist unfassbar. Ja, das ist ja kein Problem, ne? Dran und passt. Da seht ihr schon, ne? Ich meine, da seht ihr die Cracks. Damit wird das Turnier begonnen hier. Leon schießt. Jawohl. Prima. Und hier sehen wir gleich einer der Verbrecher. Das ist auch wieder ein Bogensport-Extremziel. Das hat der Harald gestellt hier. Da ist er ganz stolz mit seinem nagelneuen, errungenen Bogen. Nein, er schießt normal ein C3PO, genau. Das wisst ihr ja alle noch hier, sogar in der richtigen Farbe. Und es geht hier von dem Flock, guckt mal, ich versuche es einzufangen, da oben, wenn ich es ruhig halte und zoome, kommt da oben ein Pavian. Seht ihr ihn da, zwischen den Bäumen? Das ist ein richtig schöner, heftiger Schuss. Oberhalb von der Labestation, damit auch vielleicht noch ein paar Zuschauer was davon haben. Harald, das hast du gut gemacht. Respekt, Respekt, immer wieder. Und ihr seht, ne, ich meine, diese ganzen Dinger, die hier gebaut werden, alles für die Ewigkeit gebaut, sehr sicher. Der wird jetzt nicht mehr abgebaut. Und hier, die junge Frau Rottensteiner hat für Sicherheit gesorgt. Hier wird alles aufgeräumt, trotz Schnee. Die sind ja jetzt auch nicht so begeistert, dass es nicht geschneit hat, aber morgen wird alles besser, ihr werdet es sehen. Na, das wird geil. Das Turnier startet. Hier geht's los und hier ist schon der erste Schuss. Ihr seht, die Entfernung ist wirklich auch sehr, ja, anspruchsvoll. Auf zwei Dodos und das im Schnee. Ich möchte keine Pfeile suchen hier, das kann ich euch sagen. Also die Organisation ist schon top. Immer eine Scheibe besetzt, die andere frei, damit nicht aufgelaufen wird. Sehr gut, das war ein sehr schöner Treffer. Prima. Und hier sind wir auf diesem berühmten Hang vom Riaco-Parcours mit diesem irren Blick. Das Felsmassiv sieht man heute nicht, aber hier richtig tolle Schüsse. Da auf Steinböcke runter zu ist, von einem Felsen oben runter, richtig, richtig gut. Die italienische Gruppe mit dem Primitivbogen. Da vorne ist der 125 Meter Schuss auf den Bison. Den müsste man heute auch sehen. Das werden wir gleich mal sehen. Und hier gehen sie schon hoch zu einer tollen Wolfsgruppe. So, wir gehen zur Aussichtsplattform. Von hier sind es genau 100 Meter, 105 Meter glaube ich, bis zum Bison da unten. Und ich versuche es euch mal zu zeigen. Bisongruppe, da ist schon eine Gruppe am Ziehen. 100 und ein bisschen paar Meter bis da runter zu dem Bison. So Leute, guckt. 125 Meter. Schaut. Ja. Ah, ich weiß. Was meinst du? Seht ihr Leute, darum geht's. Es geht nicht darum, ja, voll im Ehrgeiz immer das Kill zu treffen. Ist einfach klasse, sowas zu schießen, Menschenskind. Und die Leute, die trauen sich das. Ja. 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 Ach, der ist gerade bis zur Kuppe. Ja, ja, 20 Meter fehlen noch. 20 Meter gut, ja. Aber gutes Fallsetup, fliegt absolut kerzengerade. Prima. Da ist Christian, mein Christian. Auf geht's.
Mensch! Ja. Irgendwas hast du, aber 100 Pro. Ein Baum viel zu hoch. Viel zu hoch. Meinst du? Ja. Jetzt sehen wir das schnell. Ja. Nicht drüber halten, darf ich nicht. Nicht so viel. Zu kurz. Ja, der erste war nämlich nicht schlecht, von wegen Baum. Ja, ein bisschen tiefer. Der war im Backstop. Sehr stark. Sogar mit dem Primitivbogen. Ah, links. Aber die sieht man schön fliegen auch, ne? Sehr, sehr schön. Hier der nächste mit Reiterbogen. Oh, gut. Ja. So, und ihr seht, ne, die Begeisterung für so einen weiten Schuss. Natürlich ist es schwer zu treffen, ganz klar. Aber das ist halt ungebrochen. Wann hat man schon mal die Chance, sowas zu schießen? Und wie schon gesagt, hier unsere italienischen Freunde mit absoluten Primitivbogen, Reiterbogen. Das war gar nicht so schlecht, was die hier abgeliefert haben. Und immer wieder Respekt vor jedem, der sowas probiert, Menschenskind. Das ist das, was unseren Sport ausmacht. Spaß, Begeisterung, einfach klasse. Das Wetter wird langsam auch ein bisschen besser. Schauen wir mal. So, und das seht ihr mal, ne? Treffer, hier, ne? Daumen hoch. Respekt, Respekt. 125 Meter. Hier unsere Freunde aus Italien, eiskalt abgeliefert. Sehr geil, sehr geil. Ja, auch. 125 Meter. Respekt. Und zwar mit dem Wookie. Was hast du für einen Bogen? Sehr stark. Wie viel Pfund? 45. Seht ihr? Von wegen 100 Pfund. Quatsch. Sehr, sehr stark. Prima. Und da trifft sich die gesamte Prominenz jetzt gerade am 120 Meter Schuss. 125 Meter Schuss. Steve ist am Block. Steve und Steve. Und da ist hier die, die an allem schuld ist, die Verantwortliche, die Andrea Rottensteiner. Und hier nebendran, the big boss of the parkour, der Stefan, leisten hier eine Wahnsinnsarbeit. Und wer hier mal im Parkour war, der weiß das. Also hier ist richtig, richtig gute Arbeit abgeliefert worden. Wie haben meine Jungs gesagt, da merkt man, dass Leute mitdenken. Das ist richtig toll gemacht. Die Pflöcke schon alleine, es ist alles Wertarbeit. Das ist einfach alles toll und richtig gut gemacht. Der Pfeilverlust wird auch versucht zu minimieren, selbst bei den weiten Schüssen. Also braucht man keine Angst haben. Andrea, bist du zufrieden mit dem Turnier heute mal? Und mit dem Wetter auch? Ich kenne euch doch. Wenn er den Pfälzer ärgern könnt. Das ist allerdings extrem. Gerd hat es da bröselt, der ist krank geworden gestern. Aber das ist echt, das ist schon hart. Matze bei der Vorbereitung. Unser Steelmonster. Ja, schauen wir mal. So, und hier seht ihr, Wahnsinn. Unglaublich. Unglaublicher Treffer hier. Von Maurizio. Maurizio. Bravo, bravo. Unglaublich. Und das von einer Wippe. Ich zeige dir das gleich. Hat er das Ding da reingenagelt. Mit welchem Bogen? What kind of bow? Your bow is? Longbow. Hier. Okay. Mit dem 30 Pfund Wolf Custom. Sehr, sehr stark. Also, I'm impressed. Also, ihr seht, die Italiener hier sind wirklich richtig, richtig gut. Bene, bene. So, sie sind nach hinten gerannt. Da, wie ihr noch seht, da vorne stehen sie noch. Maurizio mit seiner Gruppe. Der hat hier von dieser Wippe da vorne von Pumba den Timo oben runter geschossen. Hammergeil. Und wie schon gesagt, es ist wirklich weit. Ne? Also, und das noch auf einer Wippe. Bogenschwert Extremflug. Natürlich.
ganz klar. Hier steht's. Hammer, Hammer abgeliefert. Stefan, George, die Parcoursbauer und alle anderen, die ihnen helfen. Ivan, Michael, Andrea, gnadenlos geil. Echt, echt super geil. Sandra, Markus, auch immer wieder hier zugange. Einfach ein ganz riesengroßes Lob. Du siehst schon hier, man sieht schon wieder, Ivan stellt hier sein Laserschwert. Nein, das ist, ich sage immer, das ist der Todesstern. Todesstern, passt. Todesstern mit Vollausstattung oder? Mit ja. Vollausstattung. Alter. Mit Vollausstattung. Komplett. Aber jetzt will ich auch was sehen. Ja, probieren. Es geht ab. Probieren. Es geht auf den Timon oben auf dem Pumpa drauf. Gute Idee, wer hat die gehabt, Ivan? Oh, wer hat die gehabt? Ich glaube Sandra und Markus. Ich glaube Sandra und Markus. Ich habe schon gesagt, also ihr alle wirklich. Ja, ja. Allergrößten Respekt, was ihr hier abliefert, ja, muss ich ganz einfach sagen. Ist toll geworden, oder? Ja, ist schon geil. Ist schon geil. So, jetzt Todesstern in Aktion. Ich spüre ein Erbeben der Macht. Achtung. Da sind sie unterwegs, die Cracks, und da probiert einer mit dem Wackelbrett sogar. Wahnsinn. Sehr stark, Ivan. Respekt. Dankeschön. Respekt. Und da ist auf dem Wackelbrett der nächste mit dem Todesstern, mit dem roten Todesstern hier. Das ist natürlich schon verwegen. Ne? Das nochmal, das ist alles Spaß. Niemand muss das machen. Auf dem Wackelbrett muss man sich nicht hinstellen. Das ist nicht grob. Das ist nicht grob. Das hat er schon ziemlich verschärft. Ja. Sehr gut. Oh, sehr gut. Mann. Sehr gut. Schon halb Meter zitiert. Da guckt Leute. Ah, nein, da oben ist der Pumba und oben drauf der Timon. Das gilt es zu treffen. ist schon heftig. Stark. Schön. Sehr, sehr, sehr stark. Der war richtig gut. Und ihr seht schon, ich bin nicht der Einzige, der so ein Wetter als T-Shirt-Wetter ausruft. Das sind die harten Schweizer hier. Aus Kanton? Graubünden. Da gibt es auch noch Steinböcke, habe ich mal sagen lassen. Da gibt es. Wie jetzt nehmen wir? Fahrt ihr unterwegs? Und der Lukas auch mit dem Todesstern hier unterwegs. Und die Sichtverhältnisse sind wirklich nicht gut. Hörst du es gut an? Das hat sich super angehört eben, der war richtig gut. Das hat man schon gehört, das waren Tacken mehr nach links. Und? Sehr stark. Das ist schon Balance, oder? Da sieht man, ne? Meine, da hilft natürlich, die Evelyn macht das natürlich auf dem Wackelblatt. Ja! Wozu sind wir nochmal gleich hier? Ich habe keine Ahnung. Ist unfassbar. Ja, das ist ja kein Problem. Nicht rein und falsch und passt. So, und dann seht ihr mal, ne? Abgeliefert und wie schon gesagt, die Entfernung ist diese. Selbst für Compounder, ne? Jungs, sagt mal was, die Entfernung ist gnadenlos. Und das noch, meine Rede, das Wackelbrett haben die Erwachsenen, wir haben einfach nicht das Balancegefühl. Aber guck mal, ne? Evelyn, vom Wackelbrett in der Schwebe, erster Pfeil hier, die muss natürlich nicht den Timon schießen, aber das ist ja unfassbar, das wird keiner schaffen. Und hier unsere drei Todessterne, natürlich. Sehr gut, wer ist denn da im Kill? Wer ist denn das von euch hier? Lukas. Sehr, sehr stark. Also, à la Bonheur. Männer, Mädels, aber ganz im Ernst, ne? Wo seid ihr da mit dem Todesstern? Wenn Sie hier mit einem kleinen R2-D2. Oh ja, Evelyn, sehr, sehr stark.